Haben Sie auf irgendeiner Website ein schönes Video entdeckt, das Sie gerne aufzeichnen möchten? Dann brauchen Sie unsere Videokamera für den PC, unser DVR Capture. Diese Leiste ist bereits alles, was Sie benötigen. Um hier beispielsweise dieses Fenster aufzuzeichnen, zeige ich Ihnen den folgenden Arbeitsvorgang. Zunächst einmal stelle ich mir hier im Internet Explorer mein eigentliches Videofenster auf etwas Größe und zentriere es mir hier entsprechend auf meinem Bildschirm. Nun kommt die eigentliche Aufnahme. Ich lege meine Leiste zunächst in einen Bereich, wo sie mich nicht so stört, und klicke hier auf diesen Button. Sofort werde ich aufgefordert, das aufzuzeichnende Fenster zu wählen. Ich wähle mein Fenster an und habe auch automatisch schon den Bereich eingegrenzt. Um nun noch genau das Video eingrenzen zu können, fahre ich hier mit den Leisten entsprechend meinen Videobereich zurecht. Genauso kann ich auch hier einen Wert eingeben, um auch nochmal nachzukorrigieren. Der Vorteil ist, Sie zeichnen hier exakt nur diesen Bereich auf, der jetzt hier eingeblendet ist, und auch irgendwelche Dinge wie beispielsweise andere Fenster oder jetzt auch hier die Leiste selbst oder der Cursor werden nicht mit aufgezeichnet. Um die Aufnahme nun zu starten, reicht ein Klick hier auf Aufnahme starten. Sie sehen, meine Aufnahme läuft sofort los und hier könnte ich nun jetzt auch noch die Ausschaltzeit vorgeben, also wann die Aufnahme stoppt, beziehungsweise könnte auch hier über diesen Button vorgeben, dass der PC nach Beenden der Aufnahme heruntergefahren wird. Damit die Aufnahme nun läuft, stelle ich jetzt einmal zurück und lasse mein Video hier unten laufen. Sie sehen auch schon hier oben, läuft als kleines Vorschaubild das mit, was Sie gerade aufzeichnen. Sie können hier nun in diesem Fenster alles aufzeichnen, was Sie möchten, und unabhängig davon auch andere Objekte ins Fenster bringen und diese werden nicht mit aufgezeichnet. Es wird wirklich nur das aufgezeichnet, was in diesem Fenster sich gerade abspielt. Ich halte hier nur meine Aufnahme an, um Ihnen das Ergebnis zu zeigen. Der grüne Verarbeitungsbalken ist das Zusammenführen von Audio und Video in eine neue Datei. Ich möchte Ihnen nun das Ergebnis im Windows Media Player zeigen. Ganz wichtig: Der Prozess von DVR Capture ist sehr, sehr rechenintensiv. Das heißt, wird Ihr PC zu stark belastet, so werden Sie dieses Symbol sehen. Das zeigt Ihnen an, dass der PC seine Leistungsgrenze erreicht hat. Das Einzige, was Sie hier nun machen können, wäre, das Aufnahmeformat zu verändern, kleineres Fenster zu wählen oder mit einer geringeren Framezahl Ihre Aufnahme zu capturen.